Ja. Ja. Mit mir. Okay. Bis dann. Ciao. Ich habe schon gedacht, es wären gerade alle weg. Nee, ich musste nur gerade mit Johnson telefonieren. Ach so, was war denn da jetzt los? Weiß ich nicht. Liebermann hat nur gesagt, Mist, ich muss mit und ist hinterhergefahren. Irgendwo da und dann die Straße darunter. Und ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Wo seid ihr denn jetzt alle hingedüst? Aber? Jedes Mal, wenn Gabby und Buddy mal so ein bisschen Me-Time kriegen, ne? Ein bisschen, da passiert immer irgendwas. Manu! Muss ich mir Sorgen machen? Gut, dann red halt nicht mehr mit mir, Himmel nochmal. Alter. Was denn? Das Auto ist weg, aber ich habe hier beim zweiten Versuch da hinten geparkt. Oh. Ja. Nein, nein, nein. Da hätte ich dir schon was gesagt. Und es ist keiner reingefahren. Ja, das klappert eh. Ich muss das nachher mal zum Mattes bringen. Ja. Ja. Jetzt stehen wir hier. Wollen wir zum LSC? Ja, warum eigentlich nicht? Okay, dann treffen wir uns gleich da. Dann treffen wir uns am LSC. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Ey, wenn Buddy Gabby irgendwann mal ein Auto schenkt, ne? Nee. Mann, er soll meinen Turnschuh hier in Ruhe lassen. So ein Dreck. Ich sollte nicht so rasen. Falsch. Oder? Nee, war doch richtig. Entschuldigung, war richtig. Ich war gerade verwirrt. Nein! Hallo. Du mich Hallo. Auch. Ich bin immer noch Pazifist. Oh mein Gott, ich hab dir noch gar nichts getan. Oh Mann, Lea! Du hast mich gehauen. Ja, aber das war tatsächlich so versehentlich. Oh mein Gott.
Komm, ich geh mal an mein Auto. Ruby, oh, nee, ich hab noch eine Salbe, alles gut. Ja. Oh. Steht er da ein bisschen mit dir auf dem Hof? Was hat er denn? Huh? Okay. Also ich weiß ja, dass du sauer auf mich bist, aber. Schmann 1989. Das war unfair. Yoga. Ich muss aber. Ja, das war ein Spaß. Ich weiß. Ich hab's doch gesehen. Das sah aber sehr elegant aus, muss ich das sagen. Ja. Ich geh mal da beim Auto gucken. Oh Mann. Nein, alles gut. Ich nehme es dir auch nicht übel. Ich hab's verdient. Ich hab das. Ja, du kommst morgen zur Haus- und Service-Party, oder? Genau. Also wenn, dann würde ich erst relativ spät wahrscheinlich kommen, je nachdem, ob ihr dann noch da seid. Ich würde dir dann schreiben, weil von Reinhard habe ich die Nummer nicht. Ganz ehrlich, wir wissen es selber nicht. Also wir haben gesagt um 22 Uhr, aber wenn hier im LSC noch einiges los ist, klar. Also zwei Leute vom PD und vier Leute vom LSC und einer vom Autohaus. Mhm. Schon mal, das sind alles Firmen, die ziemlich lange arbeiten. Ja. Wenn jetzt alle sagen, komm, dann fangen wir erst um 23 Uhr, dann ist es also. Ja. Nee, also ich kann halt echt nicht sagen, wann ich aufwache und fertig bin mit meinem Zeug, deswegen, also wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall melden, wenn ich dann noch mal aus dem Bett komme. Jo, mach ich. Ich bin gerade am so lala, ich bin noch sehr ruhig und so, ich habe immer Angst, dumme Sachen zu sagen. Aber ich habe heute das erste Mal unsere Runde gemacht. Das war auch nicht schwer. Ich musste nur Buddy befragen, ob irgendwas noch war oder so. Okay, Das ging ganz gut. Ja, nö, es ist halt echt viel zu tun. Viel lesen. Das macht mir immer ein bisschen Kopfweh. Ja, und der Liebermann ist komisch. Korrekt. Da fällt mir gerade ein. Ich rufe den jetzt nochmal an. Ja. Wehe, der legt wieder auf die blöde Pissenhose. Ja. Kannst du mir noch mal die Adresse schicken? Ich habe die irgendwo. Dann kann ich nämlich mal gucken, wie weit das denn überhaupt weg ist von mir jetzt. 7307B. 7307B, genau. 7307. Bin ich jetzt blind? Wo soll das denn sein? Das ist hier im Müllerpark. Da, gefunden. Warte mal. Okay, das geht aber von der Strecke. Also selbst wenn ich erst sehr spät wach werde, sollte das okay sein. Ja. Meinst du, dass sie mir einen reinhaut, wenn ihr jetzt einen Schneeball ins Gesicht haut? Nö, ich glaube nicht. Obwohl, sie ist ein bisschen angepisst vielleicht. Der Liebermann ärgert sie heute. Ich habe mein Fluchtfahrzeug nicht abgestellt von dem hier. Ha. Weil wir mir jetzt auf Dauer wegen diesen Schneeball-Eskalation da oben ein Fluchtmotorrad hinstellen. Aha. Immer vorbereitet. Ja. Genau. Mhm. Meinst du, wenn ich dich mal mit dem Schneeball attackiert, dass du wegkommst? Nee, wenn sie sich mal wieder übertreiben, die Leute mich dann hauen wollen. Ja, okay, auch das ist klug. Ich hatte schon mal, dass eine humpelnde Chefin mir hinterher rennt und mir dann eine reinzieht. Ja. Vielleicht ist das mit dem Fluchtmotorrad gar keine blöde Idee, da gebe ich dir recht. Ja, weil das Schlimme ist, wenn hier mein Auto einsteigt, dann sieht er meistens auch mit ein. Ich glaube, das dauert so lange, ne? Mit dem Motorrad bist du schneller weg. Ja gut, wenn es um Decke steht und ich drauf sterben muss. Bist du alleine oder ist noch jemand da? Nee, Mottis, Mosi, Heli, hier Dirk. Ist denn Dirk? Wer ist Dirk? Azubi. Ist der neu?
Ah, das ist ja der mit den braunen Haaren. Der ist mir gerade schon entgegengelaufen. Ich dachte, der hätte zufälligerweise nur eure Jacke an und war ein bisschen irritiert. Nee, der ist tatsächlich Azubi. Ist frei verkäuflich, das kann doch sein. Ja, wieso nicht? Hm. Das ist etwa mein Goldkäferchen. Oh Gott. Willkommen helfen. Hallo? Goldkäferchen. Ich hab's genau gesehen, du hast wieder gezielt. Nein. Nein, überhaupt nicht. Der da in der Mitte drin. Sieht sehr komisch aus. Wieso hat dieses Auto rote Scheinwerfer? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Das sieht sehr komisch aus. Weil es das kann. Hallo. Es kann es, aber es sieht nicht gut aus. Weiß nicht. Ich mag mein Lila. Ja, du, das ist, sagen wir einfach, nennen wir es, wie es ist. Das ist Geschmackssache. Ja, ich glaube, wenn sie in 2 Wochen dann meinen schwarzen Rebler mit der roten Folierung und der rote Accessoire sieht, dann denkt sie euch auch, was hat der Typ genommen? Oder das Auto von Henry. Lea, wo ist Mathilde? Es gibt auch Leute, die finden das nicht so toll. Steht da? Das sollte mal was schicken. Ich hab mal an den. Hab ich schon. Das zweite? Nö. Echt nicht? Ich hab glaube ich mal... nur das erste. Nee, aber nee. Wir haben auch noch nicht wirklich viel miteinander geredet. Ich hab mal noch eins gemacht und direkt geschickt. Okay, ja, ich kläre da einfach mit ihm. Ich hab mich mal so Stunde, anderthalb mal an den Laptop Menschen gesetzt. Moment, ja, Goldkäferchen, komm mal grad mit. Ja. Hallo. Hallo. Ist er Anscheid? Hat er gerade echt Anscheid? Ja, hat er. Boah, kannst du mir Schneebälle geben? Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ja, warte. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Wie hast du das Schneeball? Was? Das hat jetzt tatsächlich kann ich ihm Schneebälle geben. Wusstet, dass Taser bei uns nach Gesetz keine Waffen sind? Nein. Ja, dann nehme ich 10. Ich nehme auch 10. Hallo. Meinungsverstärker. Ja, super, versteckst dich hinter mir, super. Meinungsverstärker. Ja, dann steh doch nicht im Weg, Mensch. Stefan. Gestern war schön. Das kann übrigens. Ich auch. Stefan, gibst du mir mal bitte einmal keine Waffe? Keine Suffabend, ja. Warte, echt? Du willst einmal keine Waffe? Ja, geschenkt bekommen, nicht in die Brust. Einmal keine Waffe. Namens Taser. Oh, scheiße, warte. Oh, wow. Ungenügende Anzahl habe ich dabei. Wow. Ja. Du sollst mir auch keine 15 geben. Alter. Einfach den Taser, den du an deinem Gürtel hast. Du wolltest eine Nichtwaffe, also kriegst du eine Taschenschlampe. Ich wollte deine Nichtschlampe namens Taser. Ja, gib mir die Taschenlampe zurück. Ich hab gerne meine Taschenlampe. Wo ist meine überhaupt? Ich tausche nur gegen den Taser. Ist mir wurscht, dann hol ich mir ein PD. Er hat die Taschenlampe als Geisel. Kann mir egal sein. Als aktive Geiselnahme. Aber Stefan, nicht, dass du dich im Regal vergreifst und am Ende den Dildo in der Hand hast. Boah, nee. Aber tatsächlich, gerade weil wir drüber reden, apropos Dildo oder was? Apropos Dildo, der King hat mal so einen verloren tatsächlich. Er meinte, da kam zu mir, hat eine Anzeige aufgegeben, ne? Ja, weil vom Cannabis-Shop einer geklaut worden ist. Ja, pass auf.
Dann habe ich beim Dredge einen gesehen und der Dredge hat gesagt, ja, das ist nicht seiner. Also ich King getroffen, habe ihm gesagt, ja, beim Herrn Dredge ist einer. Hat er gesagt, ja, hat er schon nachgeguckt, er hat dran gerochen, es ist nicht der aus dem Cannabis-Laden, weil der aus dem Cannabis-Laden nach Emmy riecht. Oh, ich will gar nicht wissen, warum der weiß, wie Emmy riecht. Ich will auch nicht wissen, warum er weiß, wie der Dildo riecht. Also ich gehe da jetzt nicht mit dem Riechkolben näher hin. Es ist King. Ja, was brauchst du denn von mir, Johnny? Hallo, Mathis. Komm, erstmal vorsichtig mit Johnny, ja? Punkt 1. Eure Königin Dummheit. Du müsstest los. Ja, eure Exzellenz. Ja. Steffi? Steffi. Polizeigewalt, eindeutig, ich hab's gesehen. Geht's dir gut? So, pass auf. Erste und einzige Chance, ja? Taserst du nochmal einen Mitarbeiter von mir, steck ich dich mit einem Arsch in die Lüftung. Erste und einzige Möglichkeit, du darfst zurücktasern. Das hat gut getan. Das wirbelt immer. So, einmal her. Komm, ich mach das Ding. Ich will auch. Ja, ich auch. Nein. So, muss ich. Ich habe ein Bild gemacht übrigens. Du, ernst? Ja, sehr, was gibt's? Und du bist der Neue? Nein, ich bin Neue. Ich bin Gabby. Ich gehöre hier so fast zum Inventar, glaube ich. Wie brauchst du? Ich bin Dirk. Seit gestern. Azubi. Ah, also ganz Frischfleisch. Ja. Ja, ich habe auch erst vor kurzem meine Ausbildung angefangen. Alle immer schwer beschäftigt. Das ist ja unfassbar. Mann 1989. Gute Nacht, Lara. Gute Nacht, Gute Nacht, Gabby. Gute Nacht. Fühlst dich diskriminiert. Nee, hallo Lasse. Ganz ehrlich, aber ich sehe einfach gar nicht den Sinn dahinter. Wieso ein Mosi einen Officer im Dienst tasern darf? Einfach so. Ganz ehrlich, ich, wenn das mache, dann heißt ich hocke im Knast. Du kannst jetzt gern sagen, beleidigt die Leberwurst und alles, aber da sehe ich nicht den Sinn dahinter. Ich weiß nicht, ich habe den Sinn damals bei Haley schon nicht verstanden, aber wenn ich was sage, dann bin ich halt immer der Spießer, deswegen halte ich mittlerweile einfach bei meinen Schnauze. Bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen. Ich find's auch nicht richtig. Ich spreche den Randaliert er die Erde da. Ich weiß nicht, ich stehe ein bisschen unter Strom. Ach jo, ich fahr mal gut. Bitte. Und Feuer angemacht. Hat auch keinen Bock mehr. War wenigstens was los? Sagen wir es mal so, es war so viel los, dass ich ohnmächtig im FD lag. Also ich denke, ich hatte heute einigermaßen Stress, ja. Interesting.
Hier war nichts. Toten Stille. Außer dass wir ein neues Spielzeug bekommen haben. Kann euch jetzt alle abscannen. Apropos, gib mir das Ding mal kurz, ich will mal was gucken. Was willst du damit scannen? Bist du jetzt eigentlich wofür mein Schön. Board? Bitte? Hä? Was du damit scannen willst, hast du gefragt. Das ist für die Autos zum Auslesen. Okay. Bist du jetzt eigentlich mittlerweile Ach, wofür dieses. Achtung, ich will gar nicht lange stören. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich eben nochmal zum Möbelladen fahre. Okay. Kippi hat das Möbelhaus gefunden. Hehe. Und ich habe freie Gewalt über kurze, das Haus. Kurze Information. Denk dran, es ist dunkel, man sieht da immer nicht so gut, ne? Und denk dran, wenn ich kaufsüchtig. Das kannst du schon vergessen. Vielleicht bin ich heute du bist schon einmal kaufsüchtig. Ich habe es heute gemerkt. Was? Hey. Was? Hä? Hast du ihm das erzählt? Nein, aber ich habe eventuell das Bett gedreht, während er drin lag. Oh. Ich habe das Bett aus die Küche gefüllt. Du hast Erdnüsse gegessen und räumst die Schüssel nicht weg. Ich war spät dran, verdammt. Ich habe nur. Warte, lass mich überlegen. Eins, zwei, drei. Ich habe mich dafür entschieden, mich voll anzuziehen, anstatt die Erdnüsse wegzuräumen. Ich glaube, 5 Bilder aufgehangen. Wir haben jetzt ein kleines Tischchen mit einem Korb für die Schlüssel. Wir haben jetzt eine kleine Kommode noch im Schlafzimmer und jede Menge Pflanzen. Aber aus Plastik, weil die anderen gehen bei mir immer kaputt. Okay. Romantik, Pflanzen aus Plastik. Das soll ja nur ein bisschen Grün reinbringen. Das sieht sonst so ein bisschen aus wie Rohbau. Das war doof. Ja, Gabi, wie gesagt, fahr nur. Ich glaube nicht, dass wir heute Abend dienstlich noch irgendwas hätten, wo ich dich dringend brauche. Nö, der war so schnell weg und ansonsten. Weißt, was ich meine. Ich habe Feierabend, ist mir egal. Wenn er was will, dann soll. Nein, ist mir egal. Nicht lieber, wenn ich dich anrufe, wenn irgendwas ist. Ja, das hat mich heute etwas aus dem Konzept gebracht, dass er mich auf einmal angerufen hat. Ja, es tut mir leid. Das war mir sehr unangenehm. Ich will nicht, dass er mich anruft. Kann halt mit dem Telefon keine Konferenzschaltung machen. Nein, das ist sehr doof. Ja, nein, alles gut. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also ich möchte dich nicht loswerden, aber dann fahr jetzt, bevor er mich gleich nochmal anruft. Okay, ich bin weg. Tschüss. Ja, tschüss. Schönen Abend. Brauchst du Tade dafür. Tschüss. So. Das mache ich jetzt, glaube ich, noch. Ein bisschen geht noch. Heißt. Hier oben war das doch. Da. Hätte er nicht sagen dürfen. Hätte er nicht sagen dürfen. Du. Junge. Sag mal. Sag mal, was hast du denn heute mit mir? Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Was ist denn los mit dir? Ja. Oh Gott, das war der Schreck. Alles gut. Nichts passiert. Und ich denke nur, welcher Penner fährt denn auf der falschen Seite? Ich glaube, heute ist nicht unser Tag. Ja, nee, irgendwie weiß ich, komischer Tag. Heute.
Frage, wenn das doch klappen sollte und ich morgen vorbeikommen würde, dürfte ich jemanden mitbringen oder lieber alleine? Kommt davon, wen du mitbringen willst. Eventuell Buddy. Ist die Frage erlaubt? Seid ihr zusammen? Ich wohne seit gestern bei ihm. Erübrigt sich die Frage. Ja. Okay. Also wohnen wirklich im Sinne von, ich habe mein Hotel gekündigt. Okay, ja dann, ja. Ja, Buddy kannst du mitbringen. Okay. Bis jetzt sind es halt natürlich Rainer und ich, vom LSC sind es Mosi, plus Rossi, Hayley plus Lasse, Mattis plus Leia. Wir kommen dann vom LSC noch, ne? Das war schon. Dann kommt noch Lex oben vom Autohaus. Mhm. Das ist ein guter Freund von Reinhard und mir. Dann du, da kannst du Buddy gerne mitbringen. Und Lania, von Lania nichts gehört bis jetzt. Ich habe die letzten Tage auch noch nichts von ihr gehört. Ist wieder viel los. Ich weiß auch gar nicht, ob er eventuell viel zu tun hat oder so. Also ich wollte nur fragen, bevor ich da mit Anhang auftauche oder ja, so. Nee, also wenn er mitkommen will, kann er ruhig mitkommen. Okay. Dann sage ich mal, vielleicht bis morgen. Ja, dann. Ich muss jetzt noch ins Möbelhaus. Ja, dann, mach das. Jo, tschüss. Jo, Mutti, ciao. Nein, ich will jetzt nicht. Gott, ich hasse dieses Radio, dass das einfach auf derselben Taste ist. Ja, so viel dazu. Immer fast gecrashed. Frau 10 Minuten, ja.